Ich werde immer wieder gefragt, was ist ein ideales Bug-Out-Pack, welchen Rucksack soll ich da wählen? Und viele fragen mich, ob der Crayman-Rucksack, dieser Rucksack, den ich bei mir im Shop habe, der leicht kompakt und auch relativ unauffällig ist, eine gute Lösung dafür sein kann. Wenn du wissen willst, was der Rucksack kann und vielleicht auch genau diesen hier gewinnen willst, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Ross vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Bug Out Bag, Crayman Rucksack, sowas in die Richtung. Beim Thema Bug Out Bag, Fluchtrucksack, da gibt es ja hunderttausende Videos und viele Meinungen und Einstellungen. Und auch ich habe schon mal vor einiger Zeit am René Rossmann Kanal, gebe ich da oben den Link, ein sehr langes Video gemacht über dieses Thema. Und habe dabei nicht so sehr über Ausrüstung gesprochen, sondern über allgemeine Einstellungen. Und genau um das geht es dabei. Also, die Idee hinter diesem Crayman Rucksack hier, den du übrigens auch gewinnen kannst, wenn du magst, ist, dass er relativ unauffällig ist. Denn es hat keinen Sinn, mit einem tarnfarbenen, flecktarnen Riesenrucksack militärisch in der Gegend herumzulaufen. Wobei man sich immer die Frage stellen muss, wovor flüchtet man und wohin und in welchem Zusammenhang ist das zu sehen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, unauffällig zu sein. Und da sind halt so Tarnfarben nicht unbedingt die beste Variante, wenn man im urbanen Bereich unterwegs ist. Der hier ist hier schon etwas besser, ist etwas grau gehalten. Er hat hier eine Glättfläche und das ist natürlich auch für Leute, die ein bisschen ein Auge haben, gleich einmal so ein Signal, aha, was ist da, was ist da, was ist da? Aber soll so sein. Du hast hier ein Abfach, also ein Deckelfach, das man von beiden Seiten zugreifen kann. Ja, das heißt, du kannst von beiden Seiten, hallo, 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 dadurch ist so, du kannst von der Seite in das Hauptfach rein, ja, und kannst von oben, das hast du eh schon gesehen, auch in dieses Hauptfach rein. So, das heißt, dass man Zugriff hat auf die Dinge, die man so mit hat. Also ein schneller Zugriff. Das Ding ist extrem leicht. Ich gebe da unten den Link, billige Eigenwerbung natürlich in meinen Shop. Dort hast du die technischen Daten. Er ist wirklich sehr leicht. Und das ist mein privater, den du dann auch gewinnen kannst. Das sage ich dir dann noch. Er ist von Miltec. Das heißt, da wird es jetzt den einen oder die andere reißen. Vielleicht auch nicht gesagt, Miltec, nein, das kann nicht sein. Nein, aber das ist wirklich, da ist noch einmal extra vernäht. Das ist alles gut gemacht. Und für den Preis kriegt man einen durchaus brauchbaren Rucksack. So, das jetzt zu dem hier. Ich meine, weil es auch immer wieder gefragt wird, ja, man kann da noch einmal eine Schlaufe durchgeben, das heißt, man könnte hier noch einmal, weiß ich nicht, eine Isomatte oder irgendwas draufgeben, aber es ist die Frage, ob das für dieses Rucksackkonzept, für diesen kleinen Rucksack überhaupt notwendig ist und sinnvoll ist. Und jetzt mag ich ein bisschen über Bug-Out-Pack sprechen und das Gewinnspiel dann am Schluss. Ich kriege da wirklich viele Anfragen und die Leute fragen mich rein, was ist ein super Bug-Out-Pack? Und dann frage ich dann immer, ja, worum geht es überhaupt? Ne? Was ist deine Intention? Was willst du eigentlich tun? Und ganz viele Leute sagen mir, du, ich möchte in den Wald abhauen. Wenn irgendwas passiert, dann gehe ich in den Wald. Und da frage ich dann immer, ja, was kann passieren? Naja, weiß ich nicht. Bleiben wir mal ein bisschen realistisch. Ja, ich habe das in den anderen Videos, ich gebe dann noch einmal den Link dorthin am René Rossmann Kanal, ich habe das schon eingehend besprochen. Ich glaube nicht, dass urbane Krisen, Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen, auch Ausschreitungen oder wo Gewalt angewendet wird, der Wald die richtige Strategie ist. Ich glaube das einfach nicht, weil unser Wald, den wir hier haben, einfach ein Schweizer Käse ist, weil es zu viele Leute, die hier unterwegs sind, gibt, alles zu dicht besiedelt ist und wenn ich mir vorstelle, wie viele Menschen die Idee haben, da rauszugehen, muss im Wald relativ viel los sein. Das ist Punkt A und Punkt B. Der Wald ist eine tote Zone und damit meine ich jetzt nicht vom Leben her, sondern eine tote Zone, was Nahrungsmittel betrifft. Schau mal her. Hier hinten habe ich unsere Hochbeete, unsere experimentellen Hochbeete. Wir machen einen kleinen Test. Wir häufeln unsere Erdäpfel dieses Mal nicht an, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Da kann ich mal Nahrung produzieren, aber das geht halt im Wald nicht so einfach. Ne? Das geht nicht so einfach. Ich meine, auch da gibt es Konzepte.
billige Eigenwerbung, die man natürlich in unserer Selbstversorger Pflanzenbibel, gebe ich da den Link und auch da genauer beschreiben. Aber das ist auch nur so kleinweise, weil wir reden hier von einer Flucht und ich muss ja, wovor flüchte ich überhaupt? Aber der Wald ist eine tote Zone, was Nahrung betrifft. Gell? Da kriegst du nichts Vernünftiges raus. Ja, dann erlege ich mir eine Rehe. Ja, wie viele Rehe gibt es und wie erlege ich mir das? Ne? Und glaubst du, da ist sonst niemand und das sind alles, die Menschen, die dort in der Nähe leben, sind alles Koffer und kriegen das nicht mit. Also für mich ist das absolut nicht realistisch. Wenn wir flüchten, und der Zivilschutzverband sagt ja, österreichische, und ich gehe mal davon aus, in der Schweiz und in Deutschland ist das ähnlich, dass man einen Fluchtrucksack hat, in dem Dokumente etc. drinnen sind und ein bisschen Wärme. Ich habe das in dem anderen Video beschrieben, will das jetzt nicht tun. Und dass man irgendwo hingeht, wo man unterkommt und nicht in die Natur. Das kann vielleicht einmal kurzfristig sein, dass man draußen schläft und wenn man sich die Fluchtbewegung 2015 und auch jetzt noch immer anschaut, wo die Menschen versuchen, nach in die EU zu kommen, da haben wir viele Dokumentationen angeschaut, die müssen auch mal draußen irgendwo was wie schlafen, aber das ist nicht der Hauptfokus. Das kann schon mal passieren, aber eigentlich geht es darum, dass ich woanders hingehe. Und wenn ich das nicht kann, wenn ich nicht woanders hingehen kann, dann habe ich ganz einfach ein Problem. Und dann muss man andere Handlungsstrategien wählen. Das ist meine Meinung dazu. Also das mit dem Überleben im Wald in einer Backout-Situation halte ich für Käse. Das heißt, wenn du jetzt unterwegs bist und von einer Krisenregion, in der es gerade scheppert, zu Familie, zu Bekannten, zu Freunden, zu Arbeitskollegen in eine andere Region reist, dann kannst du das vielleicht mit dem hier tun, da ist das Minimum drin, aber halt auch nicht allzu viel. Ja, halt auch nicht allzu viel, aber das geht auf jeden Fall und du fällst damit nicht auf. Ne? Wie gesagt, Tarnfarbe, das kommt irgendwie nicht gut, speziell wenn mir manche Leute schreiben von irgendwelchen Ausschreitungen und du kommst dann in Tarnuniform daher, vielleicht auch noch so eine grüne Jacke, so wie ich habe, vielleicht auch noch Flecktarn und ich weiß nicht, das kommt irgendwie komisch. Trotzdem fragen mich halt die Leute, eine, was wäre so ein cooles Bugout-Bag und ich habe das auch schon einmal vorgestellt, hier dieses Ding hier, das gibt es leider nicht bei mir im Shop, sondern nur auf Amazon, von Hawk Outdoors, ich habe das in unterschiedlichsten Größen. Und dieses Teil hier, das kann man auch als Rucksack verwenden. Das ist meiner Meinung nach das Nonplusultra, was solche Dinge betrifft. Ja? Weil es ist alles schön wasserdicht verpackt. Du hast halt den Nachteil, du kannst nichts, du hast kein Deckelfach, du kannst nichts machen. Das ist alles einfach irgendwie zusammengewurschtelt. Aber das hat null Gewicht. Ist wasserdicht, ist Multi-Use, ist für mich eine sehr, sehr gute Lösung. Aber du kannst natürlich auch einen normalen Rucksack wählen, wenn dir das lieber ist. Kann auch der sein, muss er aber nicht. Ich glaube, dass man beim Bugout-Bag gerne über die Ausrüstung spricht und was gibt man rein und das und dort und sich überlegt und da gebe ich das rein und ah nein, der Ausrüstungsgegenstand, der ist um 3 Gramm leichter, da gebe ich jetzt den und das macht ja auch Spaß, ich kenne das, ist eh schön, ja. Nur das ist halt, was Bugout-Bag betrifft, nicht die Realität, wo du deinen Kopf und deine Zeit und deine Energie reinstecken musst, ist dir zu überlegen, wenn das für dich überhaupt ein Thema ist, wo gehe ich hin? Wen habe ich in meinem Netzwerk, unter Anführungszeichen, ja, wo könnte ich hingehen, mit wem könnte ich reden, wer könnte mich brauchen? Ich habe das, ich gebe es noch einmal, ja, schau dir das an, wenn du das noch nicht kennst, über das Bugout-Bag, dauert ein bisschen länger, das Video, aber ich habe viel gutes Feedback dazu bekommen. Also das jetzt zu dem und jetzt schauen wir noch einmal zu dem Greyman-Rucksack und wie du gewinnen kannst. Also, ich habe den hier, es war im Winter 2018, und ich verwende den nicht so häufig, das gebe ich auch zu, aber immer im urbanen Bereich. Und natürlich jetzt, so falle ich auch ein bisschen auf. Mir fällt das ja auf, ich bin immer sehr aufmerksam, ich mache meinen Weitwinkelblick und habe alles so ein bisschen im Blick, ich bin halt konstruktiv paranoid, da haben wir auch schon einmal drüber gesprochen. Und wenn ich jetzt normal angezogen bin, also nicht in grün, dann fällt dieser Rucksack nicht allzu sehr auf. Also zumindest wäre mir das jetzt noch nicht auffallen, dass die Leute irgendwie schauen würden. Was natürlich schon klar ist, du hast hier hinten das Miltec-Zeichen drauf, da Miltec, und auch dieses Glätt-Badge, also dieses Glättfeld für den Badge. Das ist für Leute, die sich mit taktischer Ausrüstung, Autoausrüstung oder mit solchen Dingen auskennen, natürlich ein Begriff und dann stellt sich da die Frage, was ist mit dem? Also ganz ideal ist es natürlich auch nicht, aber sei es drum, ich meine, ich bin ja kein Geheimagent, ja, und du vielleicht auch nicht. Und wenn wir wirklich so weit sind, dass man, dann weiß ich nicht, dann ist sowieso irgendwas, dann, ich weiß nicht, ich kann mir dieses Szenario im Moment nicht vorstellen. So.
Wie kannst du ihn gewinnen? Wie kannst du diesen Rucksack, den ich einfach nicht mehr brauche, gewinnen? Schreib mir unten einen Kommentar. Und zwar, schreib einen Kommentar, was du als Bug-Out-Bag sinnvoll hältst, welchen Bug-Out-Bag du siehst und ob du Bug-Out-Bags überhaupt sinnvoll findest. Jeder Kommentar von einem Abonnenten, ich weiß, dass man einige geschrieben hat, dass das unfair ist, ja, aber du musst halt Abonnent sein, was soll ich tun? Von jedem Abonnenten, der ja, spielt mit. Und heute ist der 26. Mai und am 26. Juni gibt es dann wiederum das Ergebnis, wer diesen Rucksack hier gewonnen hat, wird auch hier am Kanal veröffentlicht. Und ja, deinen letzten Rucksack, den Modular Bag, ja, den hat der Jack E gewonnen, habe ich hier auch schon ein Publik gemacht, aber trotz alledem Gratulation. Wenn du mitspielen magst, wie gesagt, einen Kommentar, schreib mal was zu Bug Out Bag, wie du dazu stehst. Daumen nach oben oder nach unten. Abo. Ja, da geht es zu dem Buch, zu den Selbstversorgerpflanzen, den Fire and Forget Pflanzen, damit du auch wirklich Nahrung gewinnen kannst. Anderes Video. Bis bald, dein René Rossmann. Und hoffentlich brauchen wir das Ganze zurück nie. Bis bald.